So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETHES, zwei Multiplayer mit Max und Thomas. Hallo. Hallo, ja. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg nach Frankreich. Ich habe jetzt nur Thomas verstanden, aber cool. Ja, ich... Ja, du auch. Ja, mit Max und Thomas habe ich zuerst. Nee, ich habe nur zu einer neuen Folge Multi... Thomas? Mit Thomas, ja. Wer habe ich vergessen? Klar, eine neue Folge Multi mit Thomas. Ja, Multi. Der Multi-Thomas, jetzt auch bei Ihnen zu Hause. Perfekt für den Garten. Ich hätte jetzt gar gesagt, der neue Küchenhelfer, aber. Nein, ich nehme gerade auf, du Pfeife. Wer? Mein Schwager ruft mich gerade an. Nice. Will irgendein McCrockett bei McDonalds in Amsterdam frisst. Das ist mir doch scheißegal. Wow. Das ist mir sowas von kackegal. Vielleicht will er dich fragen, ob er dir einen mitbringen soll. Nein. Aus Amsterdam vor allem. Ich will eine Sirup-Waffe und dann bin ich glücklich. Klar. Soll ich gerade abchecken, was mein Kumpel mir für ein Video geschickt hat? Brauche ich jetzt aber auch nicht mehr. Bin ich abgefuckt. Okay. Wart auf das hintere Begleitfahrzeug. Wow. Nein. Nein. Nein! Ein hinteres Begleitfahrzeug, hä? Mal den Dominik fragen, ob der Dominik das weiß. Oh oh. Weißt du, ob man auf Windows 10 sich irgendwie so eine App, quasi so wie Skype oder wie WhatsApp so ziehen kann, mit Google Play Music? Eigentlich müsste das so gehen, oder? Ich hab bloß was gesehen, dass man sich das von Chip downloaden kann, das ist so ähnlich wie WhatsApp, glaube ich dann. Wenn, dann musst du mal in Microsoft Store gehen. Na, theoretisch, weil Google und Windows, die sind doch Best Buddies. Müsste doch gehen. Hab ich noch nichts ausprobiert heute, aber. Ja, ja. Ich auch nicht, weil ich nicht Google Play Music. Ja, mach ich halt noch. Mag ich nicht. Ich hab Spotify. Ja, okay. Tatsache, nee, beim Rollen kommst du über 150. Was? Ja doch, mit dem Rollen geht's. Ich habe auch vorhin schon mal auf 81 geschafft. Oh, so ein Hacker. Oh, je. Ja, sorry. 70 muss schon sein, sonst haut's mich auf der Kurve. Ja. Ja, ich tue nur gar nicht, du bist nur 30 gefahren. Cool, wo hab ich jetzt in 1% her? Am Trailer? 1:0 für den LKW. Ach schon. Ich wollte schon sagen, wenn es am Trailer gewesen wäre, dann könnte es von. Ich hab 3:0. Ja, dann hätte ich es mir nicht gefragt, aber. Okay, ich hab 3:0. Ach, Verschleiß wahrscheinlich, oder? Heieiei. Aber nur Verschleiß, ich glaube, wir haben jetzt innerhalb von einem Monat 3 Reifen vom Stabler geschrottet. Bitte was? Der erste, wo wir gewechselt haben, war vorne links. Der hatte einfach mal so einen Platten, da war, glaube ich, der Schlauch irgendwie gerissen, war was weiß ich, wahrscheinlich, weil er schon alt genug war halt. Dann ist uns jetzt letzte Woche, hat irgendein Spacko eine Spaxen an Reifen reingefahren. Cool. In den hinteren. Dann war der quasi dann natürlich im Arsch. Und dann ist der vordere linke nochmal irgendwie gerissen oder so, keine Ahnung, der Schlauch auch wieder und dann, ja. Lichtmaschine gibt's immer noch keine, weil der Typ, der es reparieren sollte, sich nicht meldet. Läuft. Hat mein Arbeitskollege meinem Chef einen Vorschlag gemacht und den hat er dann noch umgesetzt und innerhalb von einer halben Stunde hat er quasi einfach die zwei Riemen reingesetzt und quasi die Lichtmaschine einfach durch ein Rädchen ersetzt und das mit einem Stück Flacheisen festgemacht. Ja. Also als Ersatz quasi, das Hauptsache, dass der Kühler wieder läuft, weil sonst überhitzt das Ding ja ständig. Ja. Soweit der Stand. Und mein Arbeitskollege schenkt immer noch drüber, der wo die Plasmaanlage bedient, dass er, wenn der Stapler ausfällt, dass er die Ameise bedienen muss, weil das Ding einfach nur grüppelig as fuck ist und es geheißen hat, dass er in ankommender Zeit eine neue Ameise kriegt. Ist klar. Um eben vernünftig auch die, falls der Stapler mal ausfällt oder wenn der Stapler besetzt ist, dass er vernünftig seine Maschine noch mit Blech füttern kann. So, warte mal, ich muss ganz links, ne? Der nächste dann rechts, wie war das? Ja, das ist egal, weil ich so weit hinter dir war.
Oh, war das knapp. War das bei dir oder was? Ja. Ne, denkst du immer, muss ich jetzt noch weiter bremsen? Muss ich noch weiter bremsen? Ah, ne, probierst du es mal. Ach, gut. Ja. Hat geklappt. Da sind wir so Bruchsekunden. Alter, kurz bei der Maustelle war ich noch auf 100, ne? Ja, ich auch. Also, schaffst du es mit dem Bremspunkt? Er ist in Ordnung. Okay. Du bist alt. Ja. Und du noch älter. Guck mal, da weiß jemand, wie so ein Beschleunigungsstreifen funktioniert. Bin begeistert. Wer weiß das? Ja, und zieht auf die linke Spur. Ja. Na gut, wir müssen eher runter. Ja. $50 am Arsch! $100! $150! $550, was? Ja. Geht nur im Singleplayer. Wenn frei ist und kein Verkehr kommt. Und Mod. Mhm. Ja. Mit 1000 PS. 1000 reichen da nicht. Ja doch, wenn du einen 20 Gang hier drüber hast. Ja. Soll's auch geben. Boah, mir hat am Freitag mein Bein wehgetan, ne? Weil wir mit unserem Transit gefahren sind und der hat so eine stramme Kupplung. Da hat dir dein was wehgetan? Mein Bein. Dein Bein, was ich jetzt verstanden hab. Will ich nicht wissen. Ich auch nicht. Max? Dominik? Ich muss runter. Max? Nein, muss ich nicht. Na gut, Paris ist zweigespalten. Paris ist riesig, ja. Ich muss zu meiner Firma. Hui! Ich hab ja gesagt, Lisette Logistics. Okay. Am Anfang. Ja, ja, wir warten dann auch. Ja, ich geh dann einfach zur Werkstatt. Okay, das war zu schnell. Das raus. Boah, ich hab trotzdem schon bezahlt, ne? Das ist so Info. Cool. Was? Schutzgeld? Ja. Was? Schutzgeld? Ja, du, ich hab... Du ich hab Motorfehlfunktion! Hä, okay, cool. Schutzgeld oder was? Zero Context wieder hier. Für mich zumindest. An der Mordstelle. Der Druck fertig war zu schnell. Dominik stand dann noch an der Schranke und ich hab trotzdem schon bezahlt. Cool. Obwohl ich hinter ihm war. Fand ich gut. Yay, yeah, ich nehme mal eine Auffahrt, die ich noch nicht genommen habe. Jetzt habe ich nur noch zwei Stück zu nehmen von vieren. Wow, Glückwunsch. Diesen Kreis. Jetzt links rüber. Eben, wer so frech Lichthuppe gibt? Der. Der selbst schuld. Wie kann der nur? Blinke. Blinky Winky. Was? Was? Blinky Pinky Little Star. Was? Blinky Pinky. Hab ich das euch schon erzählt, dass mir letzte Woche einer einen Mittelfinger gezeigt hat, wie ich von der Baustelle heimgefahren bin? Nö. Ja, das habe ich auch jemanden, aber der hat's verdient. War ich das? Die hab ich nur gewunken. Ich hab kein Auto gesehen, denk, okay, scheißegal, wie du das, du winkst. Und dann war es der Domi, der dir zugrenzt und winkt. Wo war der da? Krass. In Oberschwattach. Aha. Hab auch irgendwas krasses gehabt, oder? Weil der Hänger sehr hoch beladen war, wie ich gesehen hab. Ja, wir haben eine Scheibe von dem Wintergarten getauscht. Ja. Das hat geheißen, nimmt mal 8 Meter Gerüst mit. Ja, wie viel haben wir gebraucht? 2 Meter. Wir hatten einen fetten Autokran da, der eine Stunde zu spät kam. Und in der Stunde sind wir dann nochmal woanders hingefahren. Und dann, wo wir gerade dort, wo wir da losgefahren sind, kam der Anruf, ja, der Kran ist da. Ja. Und jetzt brauchen wir auch nichts mehr. Das ist die Scheibe schon hier. Nö, ja, ne, wir haben... Was bringt, wenn du hier Ideallinie fährst? Wir haben das Dach auseinandergenommen und dann war die Scheibe halt einfach da gelegen und dann haben wir gewartet, bis der Kran kommt. Wir haben einen Hub mit dem Kran gemacht. Aber wir haben den großen gebraucht, weil der eine fette Ausladung gebraucht hat von Straße bis Wintergarten. Hm, glaube ich. Wir haben 8 Stunden lang eine Scheibe gewechselt und den Wintergarten ein bisschen abgedichtet. Toll. Wie ist er der effizient? Ja, wäre nicht schneller gegangen. haben wir uns dann auch gedacht. Irgendwie war ganz schön lang, aber wäre nicht schneller gegangen. Weil immer nur einer oben arbeiten konnte, weil 45 Grad Schräge. Mhm.
Wir haben alle Glassauger mitgenommen, die wir in der Firma hatten, als Drittstufen. Sonst wären wir da gar nicht hochgekommen. Oh, was ich mal gesehen habe, da gibt's Glassauger. Da kannst du dann in der Mitte eine Dachspanne reinspannen. Und das hält wirklich total cool, das ist richtig geil. Okay. Haben wir auch so gedacht, so echt fett, ey. Ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwo auf YouTube auf jeden Fall, irgendein Video. Ah, 7 Kilometer noch, Gott sei Dank, da vorne ist es schon. Ist irgendwie fehlgeschlagen, dein Versuch, ne? Nö, du bist am. Ich wollte dich einfach nur vorlassen. Ja. Ist so logisch. Ich jetzt, Axar. Ach, schneller! Was haben wir eigentlich für Nummern? Was haben wir Max für eine Nummer? Ich bin trotzdem erster. 362 461 0815. Was? Ich bin die 73. Wenn dann höchstens 815, aber 0815 glaube ich dir nicht. Wieso? 0815, Alter. Ist das Logistik? Mann, fahr doch mal. Du Noob. Hast du das Spielprinzip hier nicht verstanden oder was? Das ist der Euro-Steh-Simulator, oder? Ja. Mann! Nein! Oh! Scheiß Dach! Aufliegerschaden 1%. 3%. Scheiß Vordach. Also, Jungs, ich dachte, was ist das? Was, wenn ich so richtig reinkomme, sind jetzt richtig geraged. Du hast geschummelt. Gar nicht. Doch. Hast keine Beweise. Huch! Da! Da! Alles gut bei dir? Was? Alles gut? Ja, wieso, hast du gesehen oder was? Nö. Nee. Ich hab gehört. Da! Ja, ich bin da oben gefahren. Manu, fahr! Fahr doch mal! Ich bin der Prun ETS 2. Nee. La Rochelle was? Ja, ich fahr besser ETS 2 als andere. Huch! Oh Mann. Man merkt ja. Das merkt man, ne? Klar. Ja, ich bin richtig der Vollprofi hier. Guck mal, wie ich einparke, ey. Richtig ja, voll schief. Ja. Wollen wir, wenn wir in La Rochelle waren, dann nach Clermont fahren? Wo ist das? Von uns aus jetzt drunter, unter Bourges. Das ist Clermont-Ferrand. Was? Ja. Clermont-Ferrand. Da wär's. Andersrum. Oder wir fahren auch La Rochelle und hören auf. Und Max fährt irgendwie allein oder wir ein bisschen so zusammen oder so, keine Ahnung. Oder fahren die über Lehmanns nach La Rochelle? Nee, ne? Nee. Wir fahren jetzt direkt. Ja, wir könnten auch über Lehmanns fahren. Weil dann machen wir Lehmanns, das habe ich gerade noch sowas auf Strecke gelegt. Ist auch nicht viel Umweg. Nee, Lehmanns. 5 Tonnen. Unf? 5 Tonnen. 5. 5. Gratuliere, du bist das Letzte. Ja, das ist ja nicht groß. Du bist das Letzte. Alles klar. Alter, der eine fette Yacht. Geht auch mit der Yacht auf die Yacht. Geht auf die Yacht. Der ist eine fette Yacht, Junge. Die sieht cool aus. Da geht er auf die Yacht. Lehmanns da. Hey, hat der Thomas sich schon Wegpunkt gemacht? Nein. Lehmanns, ja genau. Absolut nicht. Okay. Den Auflieger. Oder doch? Wir? Ich weiß es nicht. Bestätigen. Kann ich dir nicht sagen. Mir egal. Mir auch, weil ich nämlich einen gemacht habe. Krass. Mhm. Hat er nicht gemacht. Was? Ja, doch. Emre Bulgarian Türkisch. Was hat denn der Emre damit zu tun? Der ist mir gestern entgegengekommen. Also zu Fuß. So. Sehr entgegengekommen vom Emre. Keine Ahnung, wo der hingelaufen ist. Wie lange braucht denn der Max noch, bis er bei uns an der Werkstatt ist?
Ich muss bloß noch ankoppeln, dann lasse ich mich zurücksetzen. Okay. Er schummelt. Er macht Alt F4, F7 Enter. Ja, F4, F7 Your Life. Dann geht das Leben. Stell dir vor, das gibt's Real Life, ey. Was? Naja, F7 Enter und dann bist du zu Hause. Oder an, ja, wenn du in der Werkstatt wohnst. Auto. Wirklich einer in mir eingepackt schon wieder. Ich hab auch gerade gedacht, wenn du in der Werkstatt wohnst. Dauert 3 Stunden, ey. Shut up. Ja, dann warten wir mal wegen. Ja, wir warten mal 3 Stunden. Echtzeit. Klar. Stell dir vor, es wäre wirklich so. Wollte ich gerade sagen, ja. Hallo! Das wäre heftig. Ach Quatsch. Super heftig. Das wäre deftig. Super heftig. Deftig, super heftig oder so. Heftig, deftig wird sich gut. Oh Mann. So, und jetzt mal wieder versammeln und damit war es das auch was schon wieder von der Folge. Ich lass noch mehr Abstand, so, weil ich Respekt ja, weil der Thomas Überbreite hat. Muss wegen mehr Platz los. Genau. Checkt die Videobeschreibung für alle möglichen Links zu was weiß ich wohin und alles. Folgt uns, wo ihr wollt und da oben abonnieren. Da drüben die. Auf YouPorn, was? Die anderen. Die Playlist von ETS Staffel 3. Die jetzt auch schon bald wieder rum ist. Noch 30 Folgen oder so. Und da unten noch ein zufälliges Video. Cool. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi. Tschüss.